Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pico-Freunde. Heute ist Mittwoch, der 29.01.2020. Heute beginnt die Spielwarenmesse in Nürnberg und ich habe mir gedacht, dass ich Sie vielleicht mit auf die Spielwarenmesse mitnehme und Ihnen ein bisschen was zeige, was da so vorgeht. Zunächst erstmal natürlich unseren Stand. Dann habe ich auch eine Besonderheit für Sie bereit, die will ich Ihnen dann nachher mal vorstellen und auch einige Mitarbeiter, die auf der Spielwarenmesse in Nürnberg sind. Jetzt werde ich mich mal fertig machen und dann werden wir kurz rüber zur Spielwarenmesse fahren. Das ist nicht weit, ungefähr 20 Minuten von hier. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der Anfahrt auf das Messegelände und hier, das ist der Eingang Ost mit dem entsprechenden Konferenzcenter. Haben sie auch überall Fahnen hingestellt. Also Großereignis in Nürnberg. Spirit of Play. Dann schauen wir mal, wie es dann drinnen ausschaut. So, jetzt geht's zum Eingang. Hoffentlich lassen wir uns rein. So, das ist mal die erste Barriere. Scheibe ist ein bisschen dreckig. Schauen wir mal. So, jetzt kommt. Ja, jetzt kommt. Ach, übrigens, das ist unsere Halle 7a. Nichts nur auf mich halten. So. Ach, das dauert aber noch ewig. Was machen die denn da alle? Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie kennen die Karten schon? Ja. Ja, super. Bitte schön. Okay, herzlichen Dank. Also wir sind reingekommen. So, jetzt sind wir auf dem Parkplatz und jetzt werden wir hier mal in die Messehalle gehen. Also, jetzt sind wir auf der Messe und wenn man gleich zum Hintereingang reingeht, dann sieht man gleich unseren Stand. Und? Schon einige Leute hier. Warum habe ich damals Hanoi hier? Upp, da stehen ja wieder die Kameraleute. Wim, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, gut geschlafen. Frau Tabat, hallo. Guten Morgen. Herr Gensch? Ja, ja. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wen haben wir denn da? Guten Morgen, ja. Ich habe schon wieder gleich. Die Fresse ist schon da, das ja, freut genau. mich. Hallo, ich hallo. Grüße Sie. Ich hoffe, ich habe die Brille gut geschrieben. Ne? Wir haben gut rund um die Welt habe ich geschrieben. So, jetzt schauen wir mal, was ganz Besonderes ist hier. Und zwar haben wir hier oben den ICE 4 ausgestellt. Und zwar in der vollen Länge mit insgesamt 4,08 oder 4,10 Metern. Und alle Wagen wie im 12-teiligen Original sind hier ausgestellt. Und wir haben jeden einzelnen Wagen auch anders gestaltet. Also wirklich eine Besonderheit. Und dann schauen wir mal weiter, was an den... Ach, da ist ja noch jemand. Einen Hallo. Schönen guten Morgen. So, und hier haben wir die Vitrinen auf der Seite. Hier sind die einzelnen Wagen und Lokneuheiten ausgestellt. Und dann geht's weiter. Und hier haben wir dann die ausländischen Modelle, die ganzen neuen, aber die kennen Sie ja alle schon, die sind ja auch im Katalog schon angekündigt und hier haben wir sie eben, die Sachen, die fertig sind, haben wir hier nochmal ausgestellt und was Besonderes für die Holländer, da gibt es natürlich auch von dieser Lok gibt es noch eine zweite Version, da haben wir mal den Wagenkasten schon mal abgespritzt und gezeigt. Jetzt einfach mal kurz einen Blick hier rum. Neben uns die Firma Fissmann, dann Faller, da vorne ist Märklin, Auhagen. Wir sind hier also in einer sehr interessanten Umgebung.
im Moment noch nicht allzu viele Leute hier, weil es noch relativ früh ist. Aber jetzt wollte ich dann Ihnen noch was Besonderes zeigen. So, wie versprochen, jetzt was Besonderes. Zunächst darf ich Ihnen meine Frau vorstellen, auf der rechten Seite. Dann Herr Fröhlich, unser Produktmanager. Dann Herr Bayer, der den Vertrieb leitet. Und Herr Gensch, der das Marketing verantwortet. Und was war's? Gestern Abend gab es also Auszeichnungen von dem Eisenbahnmagazin zum Modell des Jahres. Und meine Frau wird jetzt dem Herrn Fröhlich, der ja wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir gute Modelle haben, die entsprechende Urkunde überreichen. Als erstes haben wir gewonnen in der Kategorie, ich muss mal gucken, H0 Elektrolokomotiven, die BR120. Die BR120 als Modell des Jahres. Was ist die BR120? Mal kurz einen Blick drauf werfen. Das ist die BR120. Ja, aber damit endet es noch nicht, sondern wir haben noch eine weitere Auszeichnung bekommen, und zwar bei den H0 Triebwagen wurde unser ICE4 zum Modell des Jahres gewählt. Ich habe das Ihnen ja gerade schon mal in der langen Version gezeigt, aber Herr Fröhlich und Herr Bayer, auch der Herr Bayer kriegt auch eine Urkunde. So, ja, und wie ist es dann? Ich glaube, dann gibt es noch was. Und zwar hat mich sehr gewundert, bei den Reisezugwagen haben wir mit dem H0 Steuerwagen der DB AG auch ein Modell des Jahres gewonnen. Und meine Frau überreicht das dem Herrn Gensch. Ja, und jetzt bekomme ich auch noch was. Und zwar im G-Bereich. Ich hatte ja gedacht, im G-Bereich gewinnen wir nichts, weil also das Eisenbahnmagazin entschieden hat, zwei Modelle von uns zur Auswahl zu stellen. Und wenn man zwei Modelle hat, dann kann man normalerweise eigentlich nicht gewinnen. Aber die BR50 hat den ersten Preis bekommen. Herr Fröhlich, nochmal. Ja, und so ein Gleichgewicht ist irgendwie schlecht. Vier Stück, das ist nichts Besonderes. Also haben wohl offensichtlich die Wähler entschieden, dass man uns auch im N-Bereich eine Auszeichnung gibt. Und zwar die Baureihe, DB-Baureihe 221 in N, hat auch ein Modell des Jahres gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, also meine Herren, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine Firma in einem Jahr 5 Auszeichnungen bekommen hat. Es gab andere, ein großer Hersteller aus, ich weiß nicht, aus dem Süden von Deutschland, fängt mit M an, der hat 4 Auszeichnungen bekommen. Herr Bächle hat mir herzlich gratuliert, habe mich sehr darüber gefreut, aber ich glaube, mit 5 Modellen des Jahres haben wir das, was wir letztes Jahr geleistet haben, wirklich gut honoriert bekommen. Offensichtlich gute Auswahl, gute Qualität, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und wir haben die Neuheiten auch alle ausgeliefert. Herzlichen Glückwunsch! Die Dame, die Herren. Herzlichen Dank. Und ich habe natürlich wieder was vergessen. Wir haben nämlich auch Medaillen bekommen. Und zwar, hier, schauen Sie mal, Modell des Jahres. Und von denen natürlich auch 5 Stück. Oh, die hat man umgedreht. N-Bahn, das ist vom N-Bahn-Magazin geworden. Oh, die ist kaputt. Ich hab, macht aber nichts. Ach, habe ich verkehrt umgedreht, danke. Die ist wieder zugefallen. Sehr schön, ne? Tolle Leistung meiner Mitarbeiter.